Herzlich willkommen zu einem weiteren Part The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, wir werden jetzt mal hier in das Loch einspringen, auch wenn es nicht gerade verlockend aussieht. Ja, aber wir tun es mal. Das gefällt mir ja gar nicht. Infernosaurus King Dodo Go. Das ist King Dodo Go. Wirf den Vielfraß Explosives in den Rachen und schlage ihn mit deinem Schwert. Wir schauen dann mal eben, was passiert, wenn ich ihnen keine Bombe in den Rachen werfe. Ist ja ein schöner Feuerspucker. Also der war jetzt mal echt leichter zu besiegen als die Spinne. Ein weiteres Herz, yippie! Sieht aber schon krass aus. Das Grinsen, ey. Ich bin es, Darunia. Du hast deine Prüfung bestanden. Dank deiner Hilfe können wir nun wieder die schmackhaften Steine aus der Höhle verspeisen. Welch aufregendes Abenteuer. Es liefert Stoff für eine Legende. Noch immer kann ich nicht glauben, dass die Dodogos, die wir für ausgestorben hielten, in so großer Anzahl zurückkehrten
und der Fels, der den Eingang der Höhle versperrte. Für all dies war Ganondorf, der Gerudo-König, verantwortlich. Er sprach: Gib mir den heiligen Stein und ich werde eure Höhle wieder öffnen. Du hast dein Leben für uns riskiert. Ich mag dich, Kleiner. Was hältst du davon, wenn du und ich Blutsbrüder werden? Keine Angst, keine große Feier. Nimm dies als Zeichen meiner Freundschaft an dich. Der Goronen-Opal. Von den Goronen wurde dir dieser heilige Stein des Feuers übergeben. Eine große Ehre, Blutsbrüderschaft mit einem Goronen zu schließen. Du besitzt nun zwei heiligen Steine. Such nach dem dritten. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberg hilft dir dabei. Freunde, lasst uns unseren Bruder verabschieden. Meine Hochachtung, lass mich dich in die Arme schließen, Bruder. So, das war's dann mit dem heutigen Part von The Legend of Zelda. Im nächsten Part werden wir mal den Todesfels da oben erklimmen und mal gucken, was diese gute Fee so alles drauf hat. Bis zum nächsten Mal.